Komm, italienische Emotion und Stracciatella! Hey Leute, ich bin gerade bei Vespa König hier in Berlin-Lichterfelde. Ich habe Anfragen von euch erhalten, ob ich nicht mal die E-Vespa testen könnte. Kein Thema. Ich habe zwar jetzt nicht angefragt, sondern werde jetzt inkognito reingehen und hoffe, dass ich entweder eine L1E oder eine L3E, also eine 45er oder 70-80, je nachdem, was die große fährt, bekomme. Wir fahren dann mal in Richtung meiner Heimat. Da haben wir nämlich mal die Möglichkeit, die Maschine auszufahren und ihr bekommt mal mein Feedback. Deswegen, aus Datenschutzgründen kann ich jetzt nicht filmen, wie ich reingehe. Ich lasse mich aber ganz kurz beraten und hoffentlich weiß er nicht, wer ich bin oder sie. Und danach sehen wir uns auf der Vespa wieder. Also die Elektro-Vespa wird es jetzt nicht, weil sie leider keine da haben. Alles in allem werde ich jetzt aber mal den Verbrenner testen von der Vespa. Und zwar werde ich jetzt die 300er GTS von der Vespa testen dürfen, um mal einen Vergleich zu ziehen zwischen Elektro und Verbrenner. Also das ist die mit Abstand interessanteste Probefahrt, die ich jemals gemacht habe. Allein schon aus dem Grund, dass ich jetzt ein Fahrzeug fahre, was ich eigentlich gar nicht fahren wollte, weil ich ja eigentlich ein Elektro fahren wollte. Aber jetzt die 300er GTS von Vespa fahre und darüber hinaus die rote Nummer sich auf meinem Rücken befindet. Ohne Scheiß. Die haben mir wirklich die rote Nummer umgeschnallt. Ich habe sie auf dem Rücken. Ich kann sie euch jetzt mal, ich versuche sie mal euch irgendwie zu zeigen. Das ist total witzig. Als allererstes möchte ich erstmal sagen, ich bin ja jetzt hier bei Renault Autohaus König in Lichterfelde. Das ist ein Inkognito-Test. Das mache ich auch ganz selten, aber ich wollte unbedingt die E-Vespa fahren. Jetzt wird es ein Verbrenner und ein direkter Vergleich einfach mal zwischen Verbrenner und Elektro. Ich hatte jetzt eine junge Dame, die wirklich fit war, die ist gerade erst mal 3 Monate am Start, aber konnte mir echt 90% meiner Fragen beantworten. Und ich würde sagen, ich bin manchmal echt ein Arsch, weil ich auch Sachen frage, die Otto-Normalverbraucher nicht fragen würden. Der Grund, warum ich mich für die E-Vespa entschieden habe, weil ich einfach mal wissen wollte, wie fährt sie sich, wie ist das Konzept mit festverbautem Akkusystem. Okay, was spricht jetzt aber eigentlich gegen einen Verbrenner? Das ist ja auch mal eine interessante Sichtweise. Und genau das ist so spontan heute, dass ich mich sehr darüber freue, dass ich jetzt einfach mal eine Vespa generell fahren darf. Weil ich bin Vespa noch gar nicht gefahren. Überhaupt nicht, in keinster Weise. Schwalbe und Co. ja, aber Vespa weder als Verbrenner noch in der Elektroversion. Ja, Freunde, das ist jetzt meine Vespa GTS 300, klassischer Verbrenner. Ich gebe mal das wieder, was mir die Kollegin jetzt gesagt hat. Preis, könnt ihr mal schauen. UVP um die 7000 Euro, könnt ihr aber auch monatlich leasen für ca. 87 Euro. Die Farbe ist richtig, richtig cool und ich finde auch wieder so die Details bei den Italienern, es sieht einfach schick aus. Es ist ein tolles, schickes Design. Das Fahrzeug kommt mit einem Keyless Go System daher. Sieht so ein bisschen aus wie die Funkfernbedienung von meiner Standheizung vom Auto. Leistung laut Kollegen wohl ca. 24 PS. Die fährt jetzt hier also 120 und wenn du jetzt so eine Primavera hast, diese Standardgeschichten, da wärst du dann wohl bei 12 bis 14 PS. Man hat jetzt hier die Möglichkeit, irgendwie die Sitzbank aufzumachen. Nee, das war jetzt nicht die Sitzbank. Okay, aber zumindest haben wir jetzt hier auch noch so ein kleines Handschuhfach, wo wir auch eine USB-Ladebuchse haben. Und zumindest würde das Nötigste irgendwie reinpassen, bis hin zu einem kleinen Portemonnaie. Warte mal kurz. Warte mal. Scheiße, ich habe vergessen, wie man die Sitzbank aufmacht. Ach, halt, ja, Mensch. Hier gibt's einen Knopf. Was passiert jetzt irgendwas? Das ist jetzt wieder das beste Beispiel, wie man sich blöd anstellen kann. Ach, hier oben. Mann, bin ich blöde. Hier oben ist ein Knopf. Und jetzt kannst du hier die Sitzbank öffnen. Freunde, danach. Dann könnt ihr den Roller natürlich tanken und dann könnt ihr hier natürlich noch euren Scheiß reintun. Aber ein Helm würde jetzt hier beispielsweise nicht mehr reinpassen, oder? Ah, darunter ist der Motor. Ich hab gedacht, da kommt noch was. Ja, stimmt, wir haben ja keinen Radnabenmotor. Dann muss der Helm wohl hinten rein. Egal. Und zwar verfügt dieses Fahrzeug über eine Antriebsschlupfregelung. Die könnt ihr sogar ausschalten. Und ein ABS-System. Und ansonsten die Klassiker Licht, Hupe und Co. Und so einen tollen Ponökelschalter hier, womit du dann irgendwie hier die wichtigsten Informationen im Display ablesen kannst. Erklärt wurde mir Bremse ziehen, Knöpfchen drücken. Ja, und dann geht's eigentlich schon los, ne? Und die wichtigsten Informationen hast du natürlich hier vorne im Dashboard. Geschwindigkeit, Tank, Akkustand würde ich gerade sagen, aber es ist ja der Tank. Auch ein krasser Unterschied. Jetzt haben wir ja hier eine 300er. Wir haben eine Antriebsschlupfregelung, wir haben ein ABS. Ich glaube, er hat irgendwie irgendwas zwischen 7 und 9 Litern, hat sie vorhin erzählt. An Tankvolumen, Reichweite um die 200 Kilometer, schätze ich jetzt einfach mal. Und wir haben natürlich ordentlich Bums, 120 und das Ganze halt eben wirklich bis der letzte Tropfen Sprit durchgelaufen ist. Und es ist halt eben nicht wie beim Akku, ne? Sinkt die Spannung, sinkt die Kapazität, sinkt dann eben auch die Performance und die Leistung, zumindest in diesem Segment. Und wir haben ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis, 7000 Euro. Alright, also die 300 steht, denke ich mal, für 300 Kubikzentimeter, bedeutet, das fährst du jetzt hier nicht mehr mit einem A1 oder B196, das kannst du dann eben nur mit einem Motorradführerschein fahren. Ja, was ist jetzt eigentlich der Unterschied zwischen Verbrenner und Elektro? Also zum einen ganz klar, du hörst das Fahrzeug sehr, sehr deutlich.
Ich muss aber sagen, wenn du jetzt ein Fahrzeug hast mit Mittelmotor und Kette wie bei einer EK oder SK oder eben nicht über einen Rebenantrieb verfügst, wobei ich auch sagen muss, bei einer TC Max, du hörst die Motoren deutlich, aber du hast halt eben nicht dieses typische Verbrenner-Auspuffgeräusch, so wie hier. Also wenn ich jetzt hier einmal Gas gebe, oh, ja, dann passiert ein bisschen was, definitiv. Es passiert aber nicht so viel, als wenn du jetzt eine vergleichbare Elektro hättest, wo wir natürlich deutlich mehr Punch und auch Drehmoment sofort anlegen haben und das in jeder Situation, in der wir mit dem Fahrzeug unterwegs sind. Aber es hat natürlich Charisma und es hat vor allem auch Charakter. Ich meine, ich fahre jetzt hier mit einer Vespa über die Landstraße und es hat irgendwo seinen Flair. Ne? Und wenn man dann sagt, okay, man will mal ein bisschen schneller fahren, dann gibt man eben mal Gas. Ne? Aber du hast jetzt hier eben auch diesen Sportauspuff verbaut. Oh, jetzt habe ich echt eine Fliege, die mir ins linke Ohr krabbelt. Also Handling ist schon mal ganz cool. Gewicht konnte ich jetzt nicht erfragen. Ich weiß jetzt nicht, was die 300er hier wiegt. Warum reden wir über das Gewicht? Weil mir geht es gerade so ein bisschen ums Handling. Ah, schön. Und da liegt sie satt. Klassisch wie ein Italiener auf der Straße. Schaut mal, wie ich hier meine Kurven ziehen kann. Richtig geil. Das ist dann natürlich auch der Unterschied, je nachdem, was du für eine Bereifung hast. Wie gut so ein Moped auf der Straße liegt. Und das ist eben kein Moped mehr, das ist ja hier schon in Anführungsstrichen ein kleines Motorrad. Aber hier einmal Gas, jetzt nochmal im Tunnel, richtig Feuer. Jawohl. So, wir machen jetzt gleich mal fliegenden Start hier und geben einmal Vollgas. Jetzt schauen wir mal, es wird auf jeden Fall deutlich lauter, aber wir bewegen uns sehr schnell zwischen 60 und 100 km/h. 110. Ich weiß nicht, ob ihr mich versteht, aber ich brülle einfach mal. Und jetzt haben wir die 120 erreicht. Jawohl, 125 haben wir jetzt geschafft. Das ist natürlich eine klasse Reisegeschwindigkeit. Und ich gebe nochmal Vollgas, damit ihr es nochmal hören könnt. Aber man riecht mich natürlich deutlich, deutlich. Oh Leute, dieser Italiener, diese Italienerin ist wahnsinnig sexy. Die 300er macht richtig Laune und der Sound, der ist super. Ich will trotzdem noch mal so ein bisschen Emotion. Komm, italienische Emotion und Stracciatella! Ich muss allerdings sagen, dass mir beim Blinker so eine Rastposition schon so ein bisschen fehlt. Ich habe manchmal das Gefühl, ich latsche ins Leere und muss dann immer wieder raufgucken, ob ich den Blinker wirklich betätigt habe. Der wirkt so ein bisschen friemelig irgendwie. Ich weiß nicht warum, aber das hätte man haptisch ein bisschen besser lösen können. Genauso wie den Steuerknüppel hier auf der linken Seite. Der ist zwar nett angebracht, aber er passt irgendwie nicht zu diesem tollen Design von dieser Vespa. Weil das fühlt sich alles so schick an irgendwie. Ne? Also, Mann, wie gern würde ich jetzt an so einer Küstenstraße langfahren, ja? Und diesen italienischen Spirit mitnehmen. Primavera! Jetzt weißt du auch, ne? Jetzt, ich fange schon an, so Italienisch zu sprechen, ja? Aber wie schön ist es doch jetzt einfach mal diesen Spirit von dem Verbrenner mitzunehmen und beide Welten so ein Stück weit zu vergleichen, ohne sie gegenseitig aufzuwiegen. Weil natürlich hat die Verbrenner Vor- und Nachteile, aber auch eine Elektro hat Vor- und Nachteile. Ja? Also wenn wir jetzt mal die Elektro nehmen, ist ja ganz klar, 70 km/h ist doch für einen Arsch. Wenn du auf die Autobahn willst, solltest du mindestens 80 fahren. Meiner Meinung nach, weil Stadtautobahn in Berlin, wenn du da keine 80 bringst, bist du eigentlich eher ein Hindernis. Ja? Punkt 1. Dann der zweite Punkt ist die Reichweite. Mit der Elektro von Vespa bist du wahrscheinlich nur irgendwas zwischen 70 und 100 Kilometer schaffen. Hier schaffst du gut 200. Dazu kommt das fest verbaute Akkusystem, nichts Modulares. Du hast keine Variabilität dadurch. Falls du jetzt irgendwo im Block wohnst, brauchst du dir gar keine Elektro-Vespa kaufen, weil du sie wahrscheinlich gar nicht laden kannst, weil du nicht wüsstest, wo der Verbrenner nur gute Infrastruktur hat. Ne? Du hast überall Tankstellen und dergleichen. Aber wir nutzen halt fossile Brennstoffe. Der Wartungsaufwand bei der Verbrenner ist natürlich wesentlich höher. Wir wollen ja weg vom Verbrennermodell, aber ich glaube, die Zeit ist einfach noch nicht reif, weil an der Stelle ist der Verbrenner und vor allem jetzt hier diese 300er GTS, die jetzt fast 130 fährt, der Elektro-Vespa immer noch überlegen, deutlich überlegen und mit einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis versehen. Also 7000 für eine Maschine mit ABS und ASR ist doch spitze. Und ich glaube, böse werden sie mir auch nicht sein, weil in Summe war es jetzt auch eine gute und faire Werbung, ebenfalls für die Verbrenner, die jetzt einfach mal ihre Chance bekommen hat, auf unserem Kanal ihr Bestes zu geben. Also, bis zum nächsten Mal.